Ah, hallo zusammen. Ich bin der Urs. Willkommen bei Kochen für alle. Heute mache ich für euch ein Omelette. Und zwar mit diesen Zutaten: Eier, Schmelzkäse, Milch, Gemüsebälle, Fleisch, Salz, Mehl und Oliven. Als Material brauchen wir nur eine Schüssel und einen Schneebesen. Das Rezept ist einfach zum Nachkochen und schmeckt immer wieder gut. Ich nehme 3 ganze Eier und tue sie hier in die Schüssel rein. Aufpassen, dass keine Schale reinkommt. Dann kommt ein Schluck Milch. Und damit bindet er einen Esslöffel Mehl. Dann wird das mit dem Schneebesen verrührt. Jetzt kommt noch eine Prise Salz rein. Und jetzt kommt es in die Bratpfanne. Mit ein bisschen Sonnenblumenöl tun sie jetzt anbraten. Währenddem das anbraten, nehme ich schon mal wieder die anderen Sachen für das nächste. Und dann Salz gerade rein tun. Mehl. Ihr seht, das ist keine Zeit, die man da braucht. Gut, das ist doch schon gemacht. Was wir natürlich noch machen können, ist Thymian drehen. Dann noch ein bisschen oben drauf. Sobald es vor der Rauchen, stelle ich es aufs 8. Wird schon langsam fest. Nie vergessen, eben unten dran Öl vollflächig zu verteilen, sonst hängt es dann nachher an. Ich habe jetzt hier ein Backblech und ein Gitter ausgelegt mit einem Backpapier. Wieso ist mein Blech so sauber? Ich habe mal den Tipp bekommen, wie man die verbrennten Sachen wegputzen kann. Und zwar nimmt man hier einfach für die Geschirrwaschmaschine so eine Tablette, tut 2 mm hoch Wasser rein, damit der Boden voll bedeckt ist mit Wasser. Und die Tablette löst sich dann auf. Dann lässt man es 8 Stunden einwirken und am Schluss kann man einfach mit einem
einfacher Schwamm. Ganz normaler Küchenschwamm, so ein peterschwarzer Pad, wo wir da das ganze schwarze verbrennte Zeug auflösen. Und nachher sieht es wieder aus wie neu. Und gleich kann man jetzt die Seite für den Omelette drehen. Wie es eine Teflon beschichtete Pfanne ist, lässt sich das auch sehr gut am Rand lösen. Also oben ist noch ein bisschen weich, wenn es noch ein bisschen warten, dass es dann noch ein bisschen härter wird. Dann kann man mal schauen. Jetzt ist es schon ziemlich hart. Und zwar kann ich die jetzt nicht in die Luft schießen. Ich tue es ganz sorgfältig rausrutschen lassen. Und den abkühlen lassen. Währenddem kommt natürlich die zweite Portion. Und hier wieder das Gleiche. Die ist jetzt auch schon recht fest. Dann kann man es wieder rausrutschen lassen. Während jetzt das abkühlt, kann ich das andere, das schon abgekühlt ist, nehmen. Also oben ist noch das, was weich ist. Jetzt kann ich das umgekehrt, was weich ist, dagegen runter haben, damit die Seite auch noch ein bisschen anbrätelt. Und nachher tue ich es wieder zurück aufs Backblech. Jetzt sind beide Seiten gut. Jetzt tue ich die andere Omelette auch noch rein. Und jetzt tue ich die oben dran schön belegen mit den Zutaten. Oben ganz außen rechts, ganz unten. Es muss ringsum beleidigt sein, bis außen, dann sieht es schön aus. Dort drauf hoch kommen noch so Gemüsebällchen. Und drei Stück Käse. Und damit es ein bisschen schön aussieht, tun wir einfach noch ein bisschen Pfeffer drauf rauf. Und das gleiche machen wir jetzt mit der anderen Omelette auch.
Und jetzt kommt beides in den Ofen. Da muss man natürlich nur so lange drin lassen, bis der Käse verschmolzen ist. Auf 200 Grad Ober-Unterhitze habe ich jetzt eingestellt. Und das verläuft sehr gut. Ich habe es jetzt vorher nochmal so umgewechselt. Es verläuft ohne Zeitangabe. Sobald es verlaufen ist, kann man es erreichen. So, jetzt nehme ich das raus. Fertig, kommen Sie jetzt in die Stube. Unser Esszimmer. Es gibt einen feinen Schweizer Rei. Es ist ein Omelett mit Gemüsebällchen. Und da sind unsere Hasen, die essen jetzt Rüebli. Und bei uns gibt es feine Omelette. Und die, die versprochenen Oliven im Schäleli. Schade, dass ihr nicht mitessen könnt, aber ihr könnt natürlich das nachkochen. Und dann wünsche ich mir und unseren guten Appetit.